Action! Hallo! Hi. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Und Action, der Princess Talk. Heute geht's um die Folgen 5 bis 8 von Princess Charming. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, cheers, queers! So, bevor wir jetzt gleich mit der Besprechung der Folgen starten, würden wir gerne noch eine Sache sagen, und zwar in Bezug auf Folge 5. Da gab es eine Grenzüberschreitung und Miri und ich haben dazu auch schon ein Statement abgegeben. Das Statement findet ihr auf unseren Instagram-Kanälen, das ist im Feed verlinkt. Schaut euch das gerne einmal vorab an. So, wir wollen aber auch die vielen, vielen schönen Dinge dieser Staffel nicht außer Acht lassen. Apropos schön, denn neben der Geschichte um Hannah und ihrer Liebe entwickelt sich ja noch eine andere kleine Love Story im Haus zwischen Paula und Dora, die sich jetzt aber dazu entschieden haben, sich ein bisschen mehr aus dem Weg zu gehen und wieder auf Hannah zu fokussieren. Was da genau passiert ist, gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe einfach voll schlecht geschlafen. Ich war die ganze Zeit so richtig dolle wach, musste voll viel an dich denken. Ich weiß, also mir geht's halt genauso, Dora, ne? Also natürlich habe ich Hannah jetzt geküsst, aber ich denke halt auch viel an dich. Und ich muss dich halt schon auch echt mega viel angucken und denke dann auch mal so, oh, glotzt halt nicht so. Ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass ich mich in Dora verknallt habe, aber ich würde schon sagen, dass ich mich einfach vielleicht zu doll zu ihr hingezogen fühle und dass mich das vielleicht auch so gerade ein bisschen verwirrt. Fakt ist halt einfach, dass diese Anziehung halt schon doll da ist. Vielleicht müssen wir jetzt gerade gucken, dass wir versuchen, uns ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ja. Wir können so ein Hack am Tag. Wir sind schon 24/7 am selben Ort. Und ja, wenn ich Paula sehe, habe ich ja auch einfach Lust, auf sie zuzugehen. Und dann muss ich mir halt manchmal sagen, so, nee, komm, machst du jetzt mal was anderes. Ein Hack am Tag. Als ob das klappt. Ja, vor allem, es sind ja auch jetzt nicht mehr so viele. Aus dem Weg gehen, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Und du hängst ja auch rund um die Uhr da zusammen. Mhm. Also, du verbringst ja zwangsläufig Zeit mit dieser Person, die du auch interessant findest. Ja, und macht das nicht auch noch interessanter, wenn du sagst, boah, ich darf nicht? Macht das nicht noch ein bisschen spannender? Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde die beiden echt sweet. Also ja, und es ist ja irgendwie schon fast traurig zu sehen, dass beide eigentlich wollen, aber da natürlich auch Hannah noch da ist. Und das muss man ja auch andersrum sehen. Ich glaube, beide wollen ja auch eigentlich Hannah kennenlernen. Voll. Aber sind halt mega hin und her gerissen. Gerade bei Paula sieht man halt, wie krass hin und her gerissen sie ist. Und ich finde es in dem Stadium auch noch vollkommen okay zu sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt. Also das ist ja einfach auch das Game. Und es ist auch vollkommen okay, wenn sich im Haus was entwickelt, oder? Ja, und es ist ja bei allen, sowohl bei Hannah als auch bei Paula Dora, das ist das Anfangsstadium. Ja. Die flirten ein bisschen miteinander, nichts verwerflich daran. Und ich glaube, am Ende wünscht man sich ja auch, ich selbst als Princess habe mir gewünscht, wenn ich da mit einer Person rausgehe, wäre es ja schön, wenn alle anderen auch irgendwie am Ende dann in der Beziehung landen. Hätten sie alle mal kappeln können. Ja. Am Ende. Doch, einer hätte Single rausgehen müssen, oder? Ja, wir sind ja ungerade. Irgendwer wäre allein gewesen. Ja. Das war ich dann. Super. Nee, wieso? Nee, aber hätte ja auch so nicht ein Dreierpärchen bilden können. Oh, stimmt. Oder ein Vierer, Fünfer. Ja. Okay. Gucken wir weiter. I've always liked to play with fire. Obwohl jetzt Hannah da ist und obwohl sie mega schön aussieht. Und ich finde sie auch echt attraktiv und so. Aber ehrlich gesagt sehe ich mich nicht mit ihr. Nicht? Nee. Mm-mm. Ich sehe mich mit Paula. Nee. Ich glaube, Dora war so leicht angeschwipst da. Und dann spricht man ja auf die Wahrheit. Also ja. Ich glaube, sie hat zu diesem Moment schon gecheckt, okay. Und das was mit Hannah und mir wird nichts. Mein Herz schlägt für Paula. Was glaubst du, warum hat Paula Hannah noch geküsst? Einfach sexueller Reiz oder nochmal ausprobieren? Oder? Boah, ich glaube schon, dass, ich meine, mit Hannah hat sie ja deutlich weniger Zeit verbracht. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so ein Austesten, wie klappt es miteinander, die Nähe zu suchen. Das gehört ja alles mit dazu. Also ich kann schon verstehen, warum Paula da auch nochmal irgendwie auf Hannah zugegangen ist. Weil sie findet sie ja auch toll. Voll. Ja, was glaubst du, wie entwickelt sich? Naja, also ich hoffe ja auf ein Happy End von Paula und Dora. Ich auch. Aber schauen wir mal. Das Einzelne in der Folge hatte Tai, die jetzt versucht, das Feld von hinten aufzurollen. Gucken wir uns mal an. Es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, dass du mich mitnimmst, weil ich ja weiß, dass das für dich eine große Leidenschaft ist und dir wahrscheinlich ja, viel auf bedeutet. Jeden Fall. Ich muss sagen, dass ich schon eigentlich großen Respekt vor Motorradfahren habe. Aber Hannah habe ich irgendwie direkt vertraut, also da hatte ich gar keine Zweifel. Ja,
Ich habe mich natürlich von Anfang an gefreut, dass wir Körperkontakt haben können, weil das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Sie überrascht mich in vielerlei Hinsicht, zeigt mir Seiten, die ich mir nicht vorgestellt habe bei ihr. Und das macht sie sehr interessant als Frau. Ich habe schon zwischendurch mit dem Gedanken gespielt, ob ich sie nicht jetzt einfach küssen soll oder zumindest sie in den Arm nehmen soll. Ich würde gerne wissen, wie es ist, Tai zu küssen. Aber ich wollte, dass das von ihr kommt so ein bisschen. Ich wollte, dass sie so einen Schritt nach vorne macht. Ja, da bin ich dann wahrscheinlich doch leider ein bisschen zu schüchtern. Ey, das erinnert mich mega an unser Einzeldate am Strand, weil wir waren vorher Jetski fahren. Stimmt. Hättest du Schiss auf dem Motorrad gehabt? Ja, natürlich. Ich bleib lieber am Boden, ehrlich gesagt. Wobei, aber ja, so eine kleine Tour ist okay. Mein Opa hat mich öfter mal mitgenommen. Aber ist nicht so ganz meins tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, Schiss gehabt, also da die Kontrolle abzugeben. Hättest du Hannah nicht genug vertraut, oder wie? Doch, wahrscheinlich schon, aber das fällt mir sogar schwer, auf so einem Moped, auf so einem Roller schon hinten zu sitzen. Weil hinten das meistens noch viel schlimmer ist als vorne, als wenn du selber fährst. Ich habe dir auch die Kontrolle auf dem Jetski überlassen. Ich bin fast hinten runtergefallen. Hast du mir vertraut? Ja. aber süßes Date, oder? Also ich hätte auch so eine Pita hätte ich auch gegessen und ich fand es tatsächlich gut, dass sie sich nicht geküsst haben, weil man wirklich das Gefühl hat, das steigert sich gerade so ein bisschen. Ich finde immer, man muss sich das nicht so vorwegnehmen. Also weißt du, irgendwann will man es so richtig doll, das ist schöner, glaube ich. Und wann denkst du, ist der richtige Zeitpunkt dann für den Kuss? Weil ich glaube, Hannah wäre ja an sich bereit gewesen, aber hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass Tai ihr da die Signale gibt. Ja, und die kam ja nicht. Von daher, ich glaube, Tai hat da noch so einen Funken gebraucht und musste sich da erstmal abtasten, wie findet sie Hannah eigentlich. Und ich glaube, jetzt hat sie gemerkt, okay, sie findet sie gut. Und beim nächsten Step wäre dann der Kuss dann auch da, glaube ich. Weil das ist auch, dann ist es auch meistens noch ein Tick aufregender, wenn man sich halt ein bisschen Zeit lässt. Aber ja. Aber küsst du oft beim ersten Date? Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also ich mag das viel mehr, schon darüber nachzudenken, wenn ich die Person schon mag und darüber nachzudenken, wann passiert es dann und man nähert sich so langsam an. Diese erste Hände, diese Hände berühren und so. Ich mag das total, wenn sich das steigert. Also ich küsse tatsächlich nicht beim ersten Date. Also passiert mal, natürlich. Aber ich nehme es mir eigentlich auch oft vor, aber das klappt dann selten. Das müssen wir alle gesehen, Iri. Aber bei dir hat es geklappt. Ja, doch, danke. Aber hättest du mich damals bei unserem Einzeldate geküsst? Weißt du, darüber habe ich auch schon voll oft nachgedacht. Am Strand, meinst du? Ja. Ja, aber nicht, weil ich den Moment dafür perfekt gefunden hätte, sondern einfach, weil ich Schiss hatte, okay, da haben schon welche geküsst und dieses Nachziehen. Und das finde ich voll unnatürlich eigentlich. Ja. Und das war bei mir auch ein Riesenthema im Haus, dass ich eigentlich dachte, man braucht so einen Moment, wo das wirklich passt. Den gab es aber nicht. Und dann hättest du es auf Biegen und Brechen gemacht, so wie ich es dann bei dir im Wohnzimmer gemacht habe, was auch okay war dann am Ende. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Aber ja, eigentlich war das auch nicht der optimale Moment, muss man mal ganz klar sagen. Nee, hätte ich, glaube ich, in dem Moment auch nicht empfunden. Ja. Weil ich glaube, die anderen waren zum Beispiel noch irgendwie weit draußen und konnten uns trotzdem sehen. Es war halt einfach, super schön vom Umfeld, aber es war nicht der perfekte Moment. Nee, wirklich. Außerdem hatten wir auch diese hässlichen Neos an. Das stimmt, die gestunken haben. Ein bisschen erfüllt. Hast du das raus? Nein. Aber dann haben Tai und Hannah ja doch noch ihren Moment gefunden. Mhm. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe sie zwischendurch immer mal wieder ein bisschen tiefer angeschaut, habe auch auf ihre Lippen geschaut. Ich finde es gut, dass du so ein offener Mensch bist. Also das ist für mich sehr wichtig. Das war für mich tatsächlich der schönste Kuss der Staffel. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, da gab es eine Anziehung und es war nicht so ein direkten Kuss, sondern wirklich dieses, man hat gespürt, die wollten das gerade beide so richtig doll. Und vielleicht auch gerade, weil halt diese Spannung vorher schon irgendwie da war, sich das so langsam aufgebaut hat und dann war der Moment irgendwie da. Ja, und ich freue mich für Tai. Ich finde sie mega sympathisch. Also fand ich cool, dass sie noch nachgerückt ist jetzt so ein bisschen. Ja, an dem Abend wurden auch noch Briefe vorgelesen, die die Kandidatin geschrieben haben und da ging es um Wünsche für die Community. Und da schauen wir mal rein, was die so geschrieben haben. Als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, war dieses Gefühl so warm und schön innerlich, dass ich wusste, ich fühle das Richtige und niemand wird mir das wegnehmen. Ich wünsche mir für die Welt, dass Menschen frei für sich entscheiden dürfen, was sie aus ihrem Leben machen, ohne den Einfluss von gesellschaftlichem Druck.
Ich wünsche mir, dass Menschen nicht mehr auf ihre Sexualität minimiert werden müssen und queer sein normalisiert wird. Seid einfach menschlich. Ein Mensch, der sich niemals outen musste, der hat sich niemals damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, zu rechtfertigen, wie man ist. Es gibt keinen Typ, wie eine queere Person auszusehen hat. Es gibt so viele verschiedene Facetten. Niemand muss sich anpassen. Jeder kann sein, wie er möchte. Du musst dich für keinen einzigen Menschen ändern. Du bist so, wie du bist und sollst so bleiben. Die Welt ist immer noch so gefährlich für uns queere Personen. Und ich finde es so traurig, wie illegal wir noch in so vielen Ländern sind. Ich wünsche allen queeren Leuten, dass die Familien auch verstehen, dass Liebe Liebe ist. Was ich euch alle wünsche, ist, euch selbst zu vertrauen und euch selbst zu lieben, euch selbst zu finden. So, if they tell you that you are too much, then tell them go find less. Gruppenkuscheln. Ja, stelle ich mir sehr emotional vor, glaube ich. Also vor allem, da hat ja jede queere Person hat da eine Geschichte zu. Also ich glaube, kann jeder ganz gut verstehen, was sie da gerade beschrieben haben. Wie schwer oder wie einfach das auch manchmal vielleicht auch ist. Aber und dann ist natürlich in dem Rahmen perfekt, sich dann auch so mit dieser Gruppe anzuvertrauen. Mhm. Also weil es halt so ein Safe Space ist. Das ist so ein Ding, was man auch wirklich in queeren Gruppen oft erlebt. Man hat irgendwie ein gemeinsames Thema. Das haben wir so, das ist so ein Safe Space, glaube ich. Deswegen sind die auch alle so close, das sieht man ja. Weil du ähnliche Erfahrungen hast und das verbindet irgendwie. Toll. Und das ist super süß zu sehen. Ja, cute. In jeder Folge haben zwei Menschen leider das Haus wieder verlassen. Dieses Mal waren das Jördis und Sarah. Voll schade tatsächlich, fand beide richtig super, haben voll den Mehrwert reingebracht, aber that's the game. In Folge 6 waren Coming-out-Stories Thema bei den Kandidatinnen. Die sind ja immer sehr persönlich und individuell. Wir schauen uns jetzt mal die an von Maria, Jessie und Tai. Wie war das denn bei euch, familiär? Meine Eltern waren voll cool. Ich habe meine Eltern, also als ich etwas jünger war, ich habe angefangen, meine Mama so zu abchecken, weil ich das angefangen habe, das für mich selber mal abzuchecken und so. Wie wäre das, wenn ich mit einer Frau anstatt mit einem Mann nach Hause komme? Um Gottes Willen, das war immer diese Antwort, weil sie das nicht ernst gemeint hat. Sie hat nicht verstanden, dass ich das nicht so als Spaß gesagt hatte. Okay. Deswegen habe ich das immer gelassen. Und dann habe ich angefangen, meine Freunde so zu sagen, hey, guck mal, ich denke, ich habe Crush of Girls, ich denke, ich bin bi. Ne? Erstmal, ich musste mit mir selbst Coming Out machen. Und das war das Schwierigste, wo ich am meisten Zeit gebraucht habe, zu verstehen, dass hier es jetzt nicht falsch ist, ich bin nicht krank, ich habe eine Crush auf eine Frau. Und dann, als ich dann gecheckt habe, okay, ist es so, dann habe ich meine Eltern gesagt, das war so, Papa, wenn ich mit einer Frau und schon mit einem Mann nach Hause komme, wie willst du das nehmen? Ich hatte so Angst und seine Antwort war, guck mich an, und er sagt, wenn du glücklich bist, ich bin glücklich. Hauptsache, bist du glücklich, mir egal. Und ich so, what the fuck, Daddy? Ja, voll schön, dass Maria da auch über ihr inneres Coming-out spricht. Das voll. Heißt auch, erstmal selber zu realisieren, krass, ich habe da, glaube ich, Gefühle für eine Frau. Boah, ey. Und eigentlich, weiß ich, sagt meine eigene Mutter, nee, das geht aber nicht. Und das dann für sich erstmal so zu realisieren, in dem ersten Schritt, um dann irgendwann später zu sagen, ey, Leute, ich weiß jetzt, ich stehe auf Frauen, ist, glaube ich, bei allen halt ein Prozess, der ein bisschen dauert bei vielen. Voll, bei mir zum Beispiel das innere Coming-out viel länger gedauert, als ich dann da fein damit war, konnte es auch raus. Aber bis das mal der Fall war, ist schon krass, ne? Ja. Aber trotzdem schön zu sehen, dass bei Tai und Maria das so positiv trotzdem war, also das äußere Coming-out dann. Bei dir ja auch so, oder? Also deine Familie hat auch gut reagiert und bei mir auch zum Glück. Toi, toi, toi. Ne? Das wünsche ich allen da draußen, dass man einfach eine tolle Familie hat, die das dann vielleicht nicht im ersten Schritt direkt akzeptiert, aber dass man einfach lernt, damit klarzukommen und dann irgendwann das auch überhaupt nicht mehr schlimm findet. Oder wie das bei meiner Mama war, halt schon ganz früh das anzusprechen, dass das Kind weiß, ey, egal mit wem ich da später ankomme, ob mit Mann oder Frau, das ist auch für die Familie fein. Ja, schön. Hallo Mama. Ich habe das zum Beispiel nicht, also mit meinen Eltern gar nicht so. Echt? Weil ich habe halt einfach diese Offenheit mit meinen Eltern nicht. Ich hatte nie über meine eigenen Probleme geredet mit denen, sondern ich habe einfach alles selber verarbeitet alleine. Das liegt halt einfach daran, dass meine Mutter katholisch erzogen worden ist und sie mit Homosexualität und so einfach nicht umgehen kann. Und damit auch nicht. Ja, und sie kann darüber nicht so offen sprechen. Ist halt ein schwieriges Thema, mit umzugehen. Und es ist in vielen Familien, denke ich, so.
und viele Menschen, die sich verstecken müssen. Aber wenn ich eine Freundin nach Hause bringe, dann soll ich bei anderen sagen, es ist nur eine Freundin. Ich soll nicht sagen, es ist meine Freundin, weil bei uns in der Kultur ist es halt nicht so angesehen, dass Chinesen sozusagen so lesbisch sind nach diesem Motto. Und deswegen, ich akzeptiere das, weil ich möchte meine Mutter auch nicht traurig machen. Sie hat mir so viel gegeben und Ja, voll traurig, ne? Aber das habe ich schon oft gehört, was Tapscho gesagt hat, zu sagen, es ist eine Freundin. Boah, und das nicht nur in anderen Kulturen, ne? Auch in Deutschland ist das definitiv oft Thema, glaube ich, was andere sagen. Und da musst du deine eigene Freundin irgendwie verstecken und die irgendwie zu nur eine Freundin irgendwie degradieren. Krass, ne? Aber ich finde also dieses Erste, dass Eltern geschockt sind, ist zwar auch irgendwie traurig, aber finde ich noch okay, solange sie sich dann damit beschäftigen und es sich dann, dass sie sich auch erst dran gewöhnen müssen quasi. Das ist auch ein Prozess irgendwie. Und mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, sich irgendwie da schlau zu machen und sich Ratgeber durchzulesen oder keine Ahnung was, um dann zu verstehen, ey, das ist ja ganz normal. Aber klar, andererseits wie bei Hannah, wenn natürlich da die Erziehung der Eltern streng katholisch war beispielsweise, ist es natürlich irgendwie schwierig dann, ne? Weil dann hilft auch ein Ratgeber nichts. Nee, das ist dann auch ein Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich. Aber ich finde, das ist so, das ist dein Kind, dann solltest du diesen Schritt auch gehen und über deinen Schatten springen. Ich meine, das ist überhaupt nichts Schlimmes, ne? Aber es wird besser. Ja, ihr seht, es gibt in der Community nach wie vor noch negative Erfahrungen mit dem Thema Coming Out. Zum Glück aber auch ganz viele positive und das stimmt uns natürlich auch irgendwie hoffnungsvoll. Aber solange es halt die negativen noch gibt, müssen wir auch noch drüber sprechen. Word. Ja, und das Einzeldate dieser Folge hatte Caro und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Tschüss. Auf einen schönen Abend und auf nette Gespräche. Es ging gut. Ja? Ja, gut. Ja, du warst so vom Äußerlichen her einfach nicht mein Typ, aber ich habe dich halt immer mehr und mehr kennengelernt und ich finde dich als Mensch mega schön und ich finde, du hast eine krasse Ausstrahlung und du hast auch krasse Blicke und du hast auch sowas richtig extrem Sensibles einfach. Du fällst auf unter einem Haufen von Menschen. Finde ich schön. Hallo, wieso lachst du? Bist du nervös? Nee. Okay. Aber es war ein schönes Date, oder? Ja, es war ein sehr schönes Date, fand ich tatsächlich. Okay. Das ist irgendwie weird gerade. Geh wieder zurück in deine Ecke. Nee, also ich fand, warte, jetzt halte ich das Glas auch schon falsch hier. War ein sehr schönes Date, fand ich, oder? Ich fand die Vibe richtig gut miteinander. Mhm. Hätte ich nämlich nicht gedacht. Als ich Caro zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, boah, attraktive Frau, passt aber gar nicht zu Hannah. Ja. Meinten wir ja ganz am Anfang auch, aber ich finde es irgendwie cool, dass es so ein ganz anderer Typ ist. Und auch gerade Hannah sagt ja ganz offen, Caro wäre eigentlich gar nicht so mein Typ. Aber dann natürlich, und das ist das Gute an Princess Charming, weil du jetzt kommt das wieder. Lässt dich ja auf die Leute auch ein, du lernst sie kennen, die du, weiß ich nicht, im normalen Leben vielleicht irgendwie wegswipen würdest. Und auf einmal merkst du, boah, da sitzt gerade eine unfassbar attraktive, tolle Frau neben mir, auch wenn die vielleicht jetzt optisch nicht auf den ersten Blick meinem Typ entspricht. Voll, und ich habe das erste Mal das Gefühl, dass Hannah sich fallen lässt. Also, dass sie quasi nicht die Dominierende ist, sondern dass Caro das in dem Moment so ein bisschen mehr ist tatsächlich. Weil das ist ja, glaube ich, auch normal, dass du bei einem Dating so eine bestimmte Rolle einnimmst, weil du denkst, weiß ich nicht, ich bin jetzt eher die Person, die vielleicht so das Gespräch lenkt oder den Abend lenkt. Und da merkt man das erste Mal, okay, Hannah kommt mal so ein bisschen aus ihrer Princess-Rolle raus und lässt sich mal so ein bisschen fallen und das ist ganz schön anzusehen. Großer Löffel oder kleiner Löffel? Ich bin eigentlich der große Löffel, ob du es glaubst oder nicht. Echt? Ich überlege gerade, haben wir schon mal gekuschelt miteinander? Ja, aber da war ich auch der große Löffel, glaube ich. Ah. Ich bin gerne der kleine Löffel. Ja, wo wir hier beide schon so schön am Knudeln sind, kommen wir jetzt zu unseren beiden Knudelbärchen dieser Staffel, zu Paula und Dora. Süß. I don't wanna know. Wenn du nicht hier wärst, wäre es wahrscheinlich auch noch mal anders. Paula ist für mich auch so.
Aber ich hatte auch schon irgendwie relativ lange so ja, in mir gelassen und auch ein bisschen verdrängt, dass ich Dora eigentlich auch sehr, sehr toll finde oder vielleicht auch toller. Ich war hier halt für die Princess so und ich brauche mir einfach nichts in der Tasche lügen. So, sie ist es, sie ist nicht die Frau an meiner Seite, definitiv nicht. Und deswegen denke ich halt, ja, vielleicht muss ich dann halt auch einfach ehrlich sein und sagen, ja, dann muss ich halt einen Abgang machen, weil ich dich halt einfach schon richtig doll toll finde. Ich bin gerade so überwältigt von allem, weil es fühlt sich so krank richtig an, es fühlt sich so gut an und das bedeutet einfach mega viel. Dann ist time to say goodbye von mir auf jeden Fall. Oh, Leute. Mm. Was denkst du gerade? Bleibst du hier? Nee. Du gehst auch? Oh ja, ja. Oh Gott, wie süß ihr seid. Guck mal. Sweet, oder? Ja. Da hatte ich Tränchen in den Augen, als ich es geguckt habe. Ich fand das irgendwie auch die Reaktion von den anderen so schön. Ja, und das Interessante ist, dass die anderen das teilweise gar nicht mitbekommen haben. Lustig, ne? Also das habe ich mich auch gefragt, weil bei uns wurde alles, ich habe mir wurde alles besprochen. Also ich hatte meine Ohren überall. Aber was denn so? Tja, also bei uns gab es ja auch eine Side-Story zwischen dieses Dreieck Biene, Iri Geller und Saskia. Ich habe da alles mitgekriegt. Aber mich hat auch immer alles interessiert. Also ja, aber bei mir ist nie was gelandet. Also ihr habt immer dicht gehalten untereinander. Der Whirlpool bleibt im Whirlpool. Aber deswegen. Der Whirlpool bleibt im Whirlpool. aber back to the cuties. Die sind doch nur süß, oder? Also ich finde vor allem richtig schön, dass Paula das für sich entscheidet und gar nicht direkt davon ausgeht, okay, Dora geht mir mit. Ja. Das fand ich gut, aber. Aber come on. Also man sieht Dora schon vorher so, als Paula ihr das sagt. Ah, check. Wie so ein Honigkuchenpferd, so bing. Ja. Cute. Finde ich nur fair, dann auch an dem Punkt jetzt zu sagen, okay, wir machen die Biege. Und ich glaube, viel früher hätte es auch gar nicht, also jetzt auch von Paulas Seite aus. Ich fand das vollkommen okay, dass sie irgendwie noch mit geguckt hat, was mit Hannah irgendwie, wie sich das entwickelt. Aber absolut. Wenn du dann merkst, okay, es passt halt irgendwie nicht und hast dann halt noch eine andere tolle Frau da vor dir, genau vor der Nase, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, ja gut, dann ist jetzt hier die Reise zu Ende. Ich habe da ja auf einen Knutschi gehofft, aber den gab es nicht. Ja, die Kandidatinnen wissen jetzt, dass Paula und Dora gehen werden, aber eine weiß es nämlich nur nicht, und zwar Hannah. Und wie die reagiert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, also, wir müssen sprechen und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen heftig und vielleicht auch überraschend für dich. Aber Dora und ich haben uns heute dazu entschieden zu gehen, weil wir gemerkt haben, dass sich bei uns hier irgendwie in der Zeit was entwickelt hat, was vielleicht nicht nur freundschaftlich ist. Ich wünsche euch alles Gute für euren hoffentlich gemeinsamen Weg. Wir sind mehr als glücklich mit unserer Entscheidung und freuen uns auf alles, was jetzt kommt und gehen mit einem extrem guten Gefühl aus der Villa. Ja, so ist ja schon. Also geht es gegen das Ego, wenn dann zwei zusammengehen? Oder freut man sich eigentlich, dass sich da welche gefunden haben? Boah, ich glaube ein bisschen schon, weil es ja jetzt auch schon nicht in der zweiten, dritten Folge war, sondern relativ spät. Und dann gehst du wahrscheinlich als Pünzes schon davon aus, dass alle, die noch da sind, schon Interesse an dir haben. Alle haben Interesse an dir. Alle. Das bezweifle ich. Nein, aber das ist natürlich dann im ersten Moment, glaube ich, war dann Hannah schon ein bisschen überrumpelt, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube auch, dass sie sich eigentlich für die beiden freut. Das glaube ich auch. Wenn dann so, dass die Ego-Sache abgehakt ist im zweiten Schritt. Voll. Ich finde auch gut, dass sie jetzt zusammengegangen sind. Bei uns ist ja, hat sich ja auch was entwickelt und die sind dann nicht zusammengegangen. Aber so ist es doch fairer, das einfach zu kommunizieren, oder? Voll. Und finde ich auch gut gelöst. Und die Frage stellt sich aber noch, sind die beiden noch zusammen? Was denkst du? Ich weiß es, aber ich sage nichts. Mein Pokerface verrät gar nichts. Seht ihr in der Wiedersehensshow. Und? Was sagt ihr? Kommentiert das gerne mal, das interessiert mich ja. Und was denkst du? Ich denke, Paula wäre gut für die nächste Princess. Das stimmt. Das ist meine diplomatische Antwort auf die Frage. Das ist eine richtige Politikerin hier. Okay, machen wir weiter. Ja, neben Paula und Dora ist diese Folge auch leider noch Subjo gegangen. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Folge 7.
In Folge 7 wird geklettert. Und unter anderem bei diesem Gruppendate dabei ist Maria, die, glaube ich, so langsam mal auf ihr Einzeldate hofft. Völlig verständlich. Und es aber leider wieder nicht bekommen hat. Und ich glaube, das stimmt sie ein bisschen traurig, aber seht selbst. Ich kann nicht auf nichts anderes denken, was heute alles passiert ist. Auch diese Einzelbesprech mit Anna fand ich echt, echt süß und wunderschön. Aber ich weiß, dass sie auch mehr Verbindung und Attraktion für andere hier drin hat. Das sehe ich, ich bin nicht dumm. Maria, ich kenne natürlich meine Mädels mittlerweile und ich habe sofort gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ist alles in Ordnung? Ich will nicht heulen, ich will nicht weinen, ich will mich... Arme kleine Maria, nein. Aber ich habe so irgendwie langsam ein Gefühl mittlerweile, nicht, dass ich gehext bin, aber irgendwie, ich lebe immer das Gleiche. Dass, wenn ich eine Person sehe, ganz klar, sie sieht mich nicht. Wenn eine Person direkt seit Anfang an du sagst, boah, die passt voll, es ist ein Bauchgefühl und jedes Mal, dass ich das habe, ich kriege das nie zurück. Ich kenne meinen Wert, aber immer, immer die Person, dass ich wünscht mir, dass mein Wert sieht, sieht das nie. Ich reiche nie. Maria. Du reichst mehr. Du bist mehr als reichen. Du bist einfach Jackpot. Ja, merke ich. Boah. Ich glaube, Maria bekommt das nächste Mal eine fette Umarmung nochmal von mir. Ja, wirklich. Ja, weil du fast Pipi in den Augen. Nee, es ist natürlich, glaube ich, da kann sich fast jede irgendwie mit reinfühlen, wie sich das anfühlt, zurückgewiesen zu werden. Aber wenn du wie Maria das halt häufiger erlebst, fragst du dich halt irgendwann, wieso? Aber trotzdem ist es mega schön, dass sie ihren Wert kennt und weiß, dass sie eine unfassbar tolle Absolut. Frau ist. Und der Deckel kommt. Also jede Person findet irgendwann seinen oder ihren Deckel. Und Maria ist so mega. Ja, voll, ja. Absolut. Und dann ist man auch nicht too much oder nicht zu wenig. Man ist einfach genau richtig. Und Maria, da kommt sicher noch eine 100 Pro in der Boys Bar irgendwann mal. Genau, einen Aufruf jetzt starten. Aber dass das wehtut, kann ich voll verstehen. Und das ist ja auch eine besondere Situation, weil im realen Leben lernst du jemanden kennen. Und wenn da nicht so viel zurückkommt, dann versuchst du es auch vielleicht gar nicht mehr so lange und catchst keine Gefühle. Aber in dem Moment ist es ja so künstlich, du bleibst da dran, du siehst die Person die ganze Zeit wieder. Und die mag Hanna jetzt halt wirklich. Ne? Und solange du nicht rausfliegst, hast du natürlich irgendwie die Hoffnung noch, okay, vielleicht kann ich das noch aufholen, was die anderen vielleicht schon... Wieso muss... Ah, so. Ja. Ich spreche für eine Freundin. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Aber nee, man kann das, und das kann Maria ja auch, man kann das einschätzen, wo man steht. Auch wenn man das gerne vielleicht anders hätte, du siehst ganz genau, wie das mit anderen ist. Und das war bei mir zum Beispiel, wusste ich auch total, dass Lou und Elsa da schon im ganz anderen Punkt waren. Ne? Aber... Tut trotzdem weh. Aber du hast auch im Halbfinale, also als du rausgeflogen bist, hast du es gemerkt. Ja, ne? Also wusste ich. Also ich habe mich ja den ganzen Tag schon darauf vorbereitet, aber es ist ja trotzdem irgendwie, es ist einfach eine krasse Situation dort und ich verstehe, dass Maria das jetzt erstmal wegkickt. Ja. Aber wir umarmen dich, wenn wir dich das nächste Mal sehen. Und das Einzeldate dieser Folge hatte Amelia in einem wunderschönen Setting am Strand. Wie das aussah, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Voll. Ja? Ich finde es schön, dass du mir diese Chance gibst. Ja, das war mir wichtig, auf jeden Fall. Das zeigt es mir auch, dass es dir wichtig war. Und das finde ich schön. Extrem schön. Du wirkst sehr tough auf mich, aber ich kann mir vorstellen, dass du ein paar Päckchen mit dir zu tragen hast, die dich sehr verletzbar machen. Und du dich vielleicht auch nicht schnell öffnen kannst. Oder dass du auch Zeit brauchst, um dem Menschen dir gegenüber das zu zeigen, was in dir steckt, auch über deine Probleme zu sprechen. Ich muss sagen, sie war so die erste Frau, die mich so richtig krass beschrieben hat, ohne mich richtig zu kennen. Und das hat bis jetzt noch keine in dem Haus. Ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich wirklich richtig abgeschaltet habe. So
alles, was um mich herum war. Hm. Ich auch. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, was drumherum passiert ist. Also ich konnte wirklich, hätte ich nicht gedacht, loslassen. Hm. Ich auch nicht. Also klar, anfangs war es noch so angespannt, ist aber auch normal, glaube ich. Aber ich konnte mich komplett fallen lassen und das tat mir auch richtig, richtig gut. Und ich würde mir halt noch mehr solcher Gespräche wünschen. Ich auch, auf jeden Fall. Das hat mega Spaß gemacht. Mhm. Boah, ich hätte ja auch direkt zu diesem Part skippen wollen, direkt schön am Strand chillen. Den Kletternteil hätte ich mir sparen können, glaube ich. Ich finde, das sah mega gut aus. Ich hasse Höhe. Ja, okay. Ich hatte auch damals, als wir zu unserem Ringdate gefahren sind, dachte ich auch, dass wir klettern gehen, weil die schon irgendwas von Höhe gequatscht haben. Und da war ich schon so, ah! Aber ja, Strand ist super. War und schön. Ich finde, die beiden haben einen echt guten Vibe miteinander. Also du merkst, dass sich beide wohlfühlen in der Gegenwart der anderen Person. Und ich finde es so krass, wie treffend, also ich beurteile das jetzt einfach mal, wie treffend Amelia Hannah charakterisiert hat. Finde ich super spannend. Die kann, glaube ich, wirklich gut Menschen lesen, obwohl sie sie kaum kennt. Finde ich sehr interessant. Kannst du mal mit mir machen, Amelia, wenn du möchtest. Oh, ob da was Gutes bei rumkommt? Aber schönes Date, also super harmonisch, fand ich. Ja. Ja, es hat sich irgendwie ja schon ein bisschen angedeutet. Unter anderem musste Maria diese Folge gehen und dann auch noch leider Tai. Und wir springen zu Folge 8. Zum Ende der Folge 7 gab es ein überraschendes Übernachtungsdate für Laura. Und in Folge 8 geht es genau um dieses Übernachtungsdate jetzt. Schaut rein. You make me feel, you make me feel so unreal. Wenn ich Laura in meiner Nähe habe oder wenn ich sie umarme und auch wenn ich sie küsse, spüre ich schon ein Kribbeln und habe auch Herzrasen. Ich würde gerne wissen, oder ich, ja, ob du gerne bei mir übernachten würdest. Ja, sehr gerne. Ja? Ja. Okay, cool. Dann los. Und? Wie findest du, passen die beiden zusammen? Also erstmal Übernachtungsdate, glaube ich, wirft sie an diesem Punkt sehr weit nach vorne. Gerade jetzt, wo die sich auch alle schon kennen. Und ich finde tatsächlich, optisch passen die ziemlich gut zusammen. Also ich finde es eigentlich ganz sweet. Und ich glaube, dass so ein Übernachtungsdate dann auch noch mal viel entscheidet, weil du die Zeit zu zweit hast, ohne Kamera und dich wirklich mal ein bisschen länger kennenlernen kannst und nicht nur so ein kurzes Gespräch irgendwie hast, eine Happy Hour oder bei einem Date. Again, danke dafür. Ja, das stelle ich mir wirklich ganz super vor. Aber ich wusste doch schon, dass wir uns super verstehen. Ach so, wusstest schon, dass du mich mit nach Hause nimmst. ja, aber süß. Also ja, doch, ich glaube, die haben eine Connection mittlerweile. Und es gab auch noch ein zweites Einzeldate in dieser Folge, und zwar für Caro. Und wie das aussah und ob die beiden genauso gut harmonieren wie Laura und Hannah, das schauen wir uns jetzt mal an. Na? Na? In dem Moment, wo Caro um die Ecke gekommen ist, war ich leicht nervös, weil ich bei Caro immer so eine gewisse Unsicherheit am Anfang habe. Es ist einfach nicht in Wort zu beschreiben, was Hannah in mir auslöst. Ich habe das Gefühl, je öfter ich sie sehe, je mehr ich sie auch mal in den Arm habe und sie auch küssen darf und wir einfach Zeit miteinander verbringen, desto größer wird das Verlangen nach ihr. Ich muss sagen, ich genieße das mit dir sehr. Ich genieße es auch sehr mit mir. Immer. Ja, ich glaube, Hannah und Caro kennen jetzt jede Parkbank auf Vorderhaus. Aber es hindert sie ja nicht am Knutschen auf jeden Fall. Und eigentlich ist das gar nicht so schlecht, wenn du baust ja automatisch direkt Nähe auf, wenn du so sitzt. Ja. Aber fühlst du dich unwohl? Es ist ein bisschen eng. Ich finde lieber sitzen. Ja, aber ich finde das. Ich würde lieber auf dem Bett liegen, muss ich sagen. Aber Parkbank ist vollkommen okay, ist egal, wo man am Ende rummacht, glaube ich. Und das hat die beiden, glaube ich, auch nicht gestört. Und ich finde den Vibe echt krass. Also ich finde es voll den Kontrast zwischen Laura und Caro. Ich finde, die sind so
komplett unterschiedlich. Die eine super jung, die andere schon voll reif und schon Ende 20. Erinnert mich ein bisschen an, wobei Elsa war auch jünger, aber Elsa und Lou waren auch so komplette Gegenteile. Was glaubst du, was findet Hannah besser? Ich glaube, dass Hannah das schon sehr genießt, Sicherheit zu bekommen. Mhm. Aber ich schätze sie so ein, dass sie lieber die Person ist, die Sicherheit gibt. Und so ein bisschen mehr erobert, ne? Mhm. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, es würde besser passen, wenn sie eine Person, meine Perspektive, wenn sie eine Person hat, die ihr auch ein bisschen Sicherheit gibt. Aber das hat auch nichts mit dem Alter zu tun, das muss man auch sagen. Und in meiner Folge, absolut. Das war auch, wenn viele, beispielsweise Lou, die sehr, sehr jung war, die kann einem genauso Sicherheit geben wie eine Person, die wie Caro irgendwie mit beiden Beinen schon im Leben steht oder schon mehr Beziehungserfahrung hat. Absolut. Ich glaube auch, dass das gar nicht ausschlaggebend ist. Aber ja, wir haben Caro auch schon kennengelernt, letztens beim CSD in Berlin. Und ich muss sagen, ich habe mich auf ihren Schultern auch sehr sicher gefühlt. Also man muss Miri ist fremdgegangen. Ja, ist so ein kleiner Insider. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin ja immer auf Iris Schultern, wenn wir irgendwo mal feiern sind. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen, dieses Mal auf Caros Schultern zu gehen, weil Caro halt wirklich groß ist. Und dann habe ich nur Iri aus der anderen Seite des Raums gesehen. Die stand da so. Ich habe das gesehen. Natürlich habe ich das gesehen. Also Miri war fast unter der Decke in dem Club. Aber ich fühle mich bei dir mindestens genauso sicher. Du wirst nie wieder auf meine Schultern kommen. Das sehen wir ja nochmal noch. Ich kann mal auf deine kommen jetzt. Okay, ich übe gerade, ja. Alright. Heute wird ein mega schöner Tag, denn die Frauen werden heute meine besten Freunde kennenlernen. Sammy und Parisa, die sind wie Familie für mich und die kennen mich auch sehr gut. Und die können schon Einfluss auch nehmen auf meine Entscheidung. Seid ihr gestresst jetzt gerade? Ja, aufgeregt. Nervös. Nervös, ja. Wegen Parisa, ja? Nee, ist wegen dir, Sammy. Du machst alle nervös hier, total in der Runde. Ja, wirklich, ich bin der einzige Mann hier am Tisch. Meine Freunde kennen mich sehr gut, manchmal besser als ich mich selber. Und es ist eine Art von Unterstützung einfach, die man hat und die man manchmal einfach braucht. Ich weiß noch, wie nervös ich war, als deine Schwester da war. Ich fand eigentlich, dass die so ein Spiel gespielt haben mit den einleitenden Fragen, fand ich eigentlich ganz cool. Weil so hast du direkt ein Gesprächsthema und da warst du schon so, okay, ich muss mich jetzt in 5 Minuten gut verkaufen. Das war schon, ich meine, da war ich schon ganz schön nervös, das weiß ich noch. Mir tat das so leid, mir hat das mega Sicherheit gegeben, dass weil jetzt meine Schwester da war. Und ihr wart alle super nervös auf einmal. Okay, ihr wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Ja, das vergesse ich nie, wie verwirrt wir waren, ey. Glaubst du, das hat einen großen Impact, was deine Freundin oder was in dem Fall deine Schwester gesagt hat? Also macht das was mit einem bei der finalen Entscheidung oder ist es eher so, man will einfach nur wissen, wie sie die Leute findet? Boah, ich glaube in dem Stadion total. Mhm. Also ich glaube, wenn du dann einmal so verschossen bist, dann lässt du dir von niemandem mehr reinreden. Mhm. Aber in dem Stadion und in dem du dich halt auch noch entscheiden musst zwischen jetzt 6 Frauen, da hilft das voll. Ja. Stimmt. Und ich hätte auch auf meine Schwester gehört. Wenn die jetzt gesagt hätte, boah, die Miri geht gar nicht. Hat sie. Hat sie natürlich nicht. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, so eine richtig krasse Meinung, aber hat deine Schwester ja damals auch nicht, die fanden uns auch alle gut, ne? Natürlich. Krass, und wer mag dich nicht? Wen hättest du denn ausgewählt von deinen FreundInnen? Zum Hinkommen? Mhm. Also, ich hätte, glaube ich, meine Mutti genommen. Die hat da immer einen ganz guten Blick. Ansonsten, jetzt heutzutage würde ich die wahrscheinlich dich mitnehmen. Oh, das sehe ich als Kompliment. Ja, vertraue dir da voll. Aber du hättest auch nicht Angst, dass dann... Ah, nee, gut. dass ich sie dir wegschnappe. Doch, die Angst hätte ich immer. Aber jetzt gerade bist du ja unterm Pantoffel. Als Caro dann zurück vom Date gekommen ist, ist sie auf Laura getroffen. Und wir sehen gleich meine Lieblingsszene der ganzen Staffel. Caroline? Ja? Oh, hallo, Caroline ist da. Wo sind alle? Leute! Caro! Wo sind die? Oh, ja, niemand zuschneiden. Wie war's? Was macht ihr? Wir müssen Brief schreiben. Oh Gott. Aber ich dachte, was heißt Brief schreiben? Bist du später? Hallo. Du musst wahrscheinlich gerne ein Interview sein und das ist mal alles. Oh. Wie war's? Oder war es mit anderen? Hast du mitbekommen, was heute ansteht? Bitte? Hast du schon mitbekommen? Was denn? Was heute ansteht? Nee, erzähl. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt darüber reden darf. Oder ob du jetzt ein Interview gerufen wirst. Jetzt sagst du es mir nochmal. Ohne Nüsse nochmal.
Und man merkt in Caros Reaktion, das ist immer so. Das ist, oh mein Gott. Nichts Neues. Boah, richtig Nuschel Kasper, Laura, ey. Hat mich ein bisschen daran erinnert, als Saskia mal mit Keksen gegessen hat, hat man auch nichts verstanden. Aber ja, lustig. Oh, herrlich. Ja. Hast du irgendwas verstanden? Nee, ne? A, B, C, D, E, F, G. Ich glaube, das ist so eine Geheimsprache, die Laura entwickelt. Ich glaube auch. Irgendjemand sollte sich mal die Mühe machen, das zu entschlüsseln. Oh, so Lippenleserinnen. Boah, da haben wir aber ein Problem, ey. Oh Mann. So, das ging ganz schön schnell, weil wir gehen jetzt schon mit strammen Schritten Richtung Finale. Zungenbrecher. Schramme Schritte zum Finale. Ah, nee, geht eigentlich. Ich kann auf eine gewisse Weise sagen, ja, ich habe mich verliebt. Und jetzt am Ende wird es eine sein, die ich mit nach Hause nehme und mit der ich eigentlich ein gemeinsames Leben anfange. Sie wird für immer in meinem Herzen sein. Ja, ganz spannend gemacht, weil wir wissen immer noch nicht, wer im Finale ist. Fies. Das heißt, es sind noch drin Amelia, Jessie, Caro und Laura. Wen würdest du dir im Finale wünschen? Zum jetzigen Stand würde ich mir Jessie und Caro wünschen. Ich tatsächlich auch. Fände ich eine interessante Kombi. Aber wir werden sehen. Sehen wir dann nächste Woche. Wusstest du an dem Punkt schon, wer gewinnt? Also glaubst du, Hannah hat ihre Entscheidung, also die Finalentscheidung, wer am Ende mit ihr nach Hause geht, schon getroffen? Also für Hannah kann ich das jetzt nicht beurteilen. ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, nee. Ich habe mich erst im Finale entschieden, ja. Ja, nachdem ich dann weg war, war das dann auch... Dann war mir egal, wer gewinnt. So, das war's auch schon wieder mit unserem Princess Talk. Ich habe jetzt langsam auch einen Fingerkrampf hier. Oh. Caro, wie machst du das den ganzen Tag? Also ein gutes Training. Für was jetzt? Aber es ist sind auch schwitzig. Wir sehen uns. Tschüss. Und Action! Wenn ihr euch die Folgen, auf die wir heute reagiert haben, anschauen wollt, dann klickt einfach mal hier. Wenn ihr unsere Folgen nochmal sehen wollt, klickt einfach mal da. Und abonniert einfach den Kanal, dann verpasst ihr gar nichts. Hier.